Und mit diesem echt genialen Intro sage ich willkommen zu einem Spieltest. Heute haben wir hier Papers, Please am Start. Ein Spiel, was ich echt genial finde, um es ganz kurz zu sagen. An sich ist es ein Grenzübergangssimulator, ja, wo wir quasi die ganzen Pässe und irgendwelche Bescheinigungen von den Personen bekommen, überprüfen, ob alle Daten korrekt sind und dann sie halt weiterziehen lassen. An sich klingt das nicht sehr interessant, aber es ist deutlich spannender als das, ja. Hin und wieder gibt es auch mal ein paar Anschläge und so, wo man dann möglicherweise auch nach den Leuten schießen sollte. Aber an sich geht es darum, wir schauen uns Pässe an, schauen, ob sie richtig sind und lassen sie weiterziehen, ja. Grundlegend, das Spiel ist 2013 auf Steam erschienen und ich habe zu dem Zeitpunkt, keine Ahnung, bei 5 YouTubern über 70 Videos jeweils durchgeschaut. Ja, ich habe die ganze Playlist einfach durchgeschaut und 2023 ist es tatsächlich dann auch auf Android, 2022 ist es auf Android erschienen und ich freue mich echt darauf. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Wie gesagt, eines meiner Lieblingsspiele. Und ich würde tatsächlich sogar auch sagen, in dem Bereich von SFS und Minecraft. Also eines meiner wirklich, wirklichen Lieblingsspiele. Gut, dann würde ich mal sagen, wir fangen an. Ihr habt eben das Sounddesign gesehen. Es ist, also gehört, es ist wirklich genial. Ja, ich liebe diese Art von Musik. Sehr simpel gehalten, aber dadurch, dass es so simpel ist, kann man sich sehr leicht merken. Man kriegt einen richtigen Ohrwurm dadurch. Ja, die ganze Zeit im Hintergrund diese hin und her, das hin und her wackelnde Logo, einmal hoch, einmal runter, bei jedem einzelnen Ton, genial, ja, ich liebe es. Das wurde von einer Person gemacht, Lucas Pope, da sieht man, was man alleine eigentlich alles schaffen kann, aber auf jeden Fall genial. Ich habe hier ein bisschen Einstellungen vorgenommen, ich habe natürlich Nacktheit ausgestellt, Gerät, es gibt zwar unterschiedliche Möglichkeiten, das zu machen, ich habe das tatsächlich auf diese Version gepackt. Hier muss man dann eben zwischen den Dokumenten immer wechseln. Hier kann man die halt überall hinpacken, wo man möchte. Tatsächlich gefällt mir das besser. Das ist quasi mehr an die original Steam-Version angelehnt. Und dann habe ich hier das Datumsformat ein bisschen verändert. Das ist quasi hier wie beim deutschen Datumsformat ist, also Tag, Monat, Jahr. Vorher war das bei Jahr, Monat, Tag. Also ich habe das einmal geändert. So, dann würde ich sagen, genug geplaudert. Beginnen wir mit der Geschichte und beginnen ein neues Spiel. Herzlichen Glückwunsch! Die Arbeitslotterie des Monats Oktober ist abgeschlossen und Ihr Name wurde gezogen. Melden Sie sich umgehend zum Arbeitseinsatz beim Ministerium für Grenzschutz am Grenzübergang Gerestin. Eine Wohnung der Klasse 8 wird Ihnen und Ihrer Familie in Ostgrestin zur Verfügung gestellt. Es lebe Astorzka. Das ist so genial, es wird immer wieder gesagt. Selbst wenn man im Spiel scheitert, wird gesagt, es lebe Astorzka. So, die Wahrheit von Astorzka, 23. November 82. Preis unbezahlbar, natürlich, stark. Grenzübergang Gerestin endlich eröffnet. Nach 6 langen Jahren ist unsere Sicherheit auch wirklich garantiert. Familien vor Zusammenführung. So, 23. November 82 und hier sind wir an unserem Grenzübergang. Das schiebe ich mal so in die Mitte. Hoffentlich stört das Icon da nicht. Muss ich einfach mal schauen. So, hier haben wir jetzt unser Pult, wo wir die ganzen Sachen überprüfen können. Hier ist es quasi so eine Ablage, wo wir die Sachen hinpacken können. Es gibt zwei Monitore, die gab es auf der Steam-Version nicht, die gibt es nur hier. Damit können wir halt auch ganz links die Sachen sehen und ganz rechts. Wir haben natürlich eine Zeit und Datum, damit wir die Gültigkeit überprüfen können. Wir haben hier eine Waage, das wird wahrscheinlich erst etwas später quasi wichtig sein. Ihr seht da 00. Das ist quasi die Menge an Personen, die wir abgefertigt haben. Hier haben wir irgendwie noch so ein Audiotranskript, wenn die Personen etwas sagen. Und ja, da haben wir hier die sogenannte Depesche und unser Handbuch.
Und dann würde ich sagen, ich lese das einfach mal kurz vor. Also, Astotzka, 23.11.82, Ministerium für Grenzschutz, offizielle Depesche. Das spare ich mir beim nächsten Mal. Ja. Inspektor, willkommen bei Ihrer neuen Position am Grenzübergang Grestin. Stempeln Sie Einreisevisa in Pässe und geben Sie die Dokumente den Einreisenden zurück. Nur Bürger von Astotzka sind zur Einreise berechtigt. Alle Ausländer sind abzuweisen. Es lebe Astotzka. Also das ist quasi der allererste Tag. Wir dürfen nur Einheimische reinlassen und alle anderen sind halt eben abzuweisen. So. Achten Sie auf die im Pass angegebene Nationalität. Das ist das Einzige, was wir bisher machen müssen. Ja, das heißt, wir schauen uns dieses Siegel an. Das ist dann hier dieser Adler im Grunde mit so einem Schild drauf und dann sollen wir da eben das abstempeln. Ja, das ist die Grenzpostenkabine. Die meisten Sachen habe ich davon schon erklärt. Also hier haben wir unseren Tresen. Wie gesagt, Audiotranskript haben wir hier. Vorschriften sind hier drinne. Gewicht und so weiter und so fort. Das habe ich an sich alles schon erklärt. Daher kann man sich das auch erstmal sparen. Grenzübergang Grestin endlich eröffnet. Familien vor Zusammenführung und das Wetter grau, würde ich mal sagen. Das ist an sich hier immer grau. So, dann haben wir Grundvorschriften. Person muss einen Pass haben und nur Bürger von Astotzka. Ganz einfach. Hier haben wir dann eine Karte. Ihr seht, da sind einige Länder dabei. Natürlich hier Astotzka. Da wird auch nochmal der Grenzübergang angezeigt. Kolechien, Obristan, Antegrien, bla, Antegrien, Republien, Impor und die Vereinigte Föderation. Wenn wir hier dann auf die weiteren Seiten gehen oder einfach draufklicken, dann können wir mehr Informationen darüber wissen. Bisher sollen wir nur diese Pässe erlauben, also die grünen. Und dann gibt es verschiedene ausstellende Gemeinden und so weiter und so fort. Ja. Und da kann man einmal durchgehen. Ist jetzt nicht, noch nicht so spannend. Die meisten Sachen müssen wir halt eh einfach ablehnen. So, Eigentum des MFG, Ministerium für Grenzschutz, genau. Dann können wir sagen, das brauchen wir fürs Essen nicht. Sondern wir fangen jetzt an. Wir haben etwa 12 Stunden Arbeit vor uns. Wir beginnen um 6 Uhr morgens. Es endet um 6 Uhr abends. Und dann würde ich sagen, nächster. So, da haben wir den Herrn. Der kommt aus Astotzka. Und dann klicken wir da einfach auf genehmigt und geben ihm den Pass zurück. Es lebe Astotzka. So, dann sagen wir nächster. Und das kann man jetzt hier so ein bisschen beschleunigen, indem man das vorher schon rausholt. Und sagt, nö, sie dürfen nicht, nur Astrazkaner. Nächster. Und im Grunde müssen wir an diesem ersten Tag extrem viel Geld machen, denn es wird später immer und immer schwieriger. So 8 Stunden hat sie in der Schlange gestanden. Sie hofft, dass es jetzt nicht alles unnötig war und jetzt flucht sie natürlich. Ich werde die Fluche natürlich nicht vorlesen. Das würde ja dementsprechend möglicherweise nicht demonetarisieren. Und die unter euch, die etwas jünger sind, die sollen ja nicht erschrocken werden durch meine. Es war ein Fehler, diesen Grenzübergang zu öffnen. Ja, ich will natürlich nicht fluchen. Also es sollte hier natürlich etwas kinderfreundlich bleiben. So, sie kommt aus Astotzka, dann können sie rein. Es lebe Astotzka. Nächster bitte. So. Und auch Astotzka, dann können sie auch rein. Wir haben jetzt hier schon die 8. Person, die da reinkommt und wir haben etwa die Hälfte der Zeit. Das heißt, wir kriegen etwa 16 hin. Und wenn ich ein bisschen weniger plapper, dann schaffen wir vielleicht auch 17 oder so. Man kann das natürlich komplett übertreiben mit der Geschwindigkeit. So, Papiere bitte, es lebe Astotzka, nächster. Und der erste Tag ist da recht langweilig, ja. Aber keine Sorge, allein schon morgen wird das deutlich interessanter. Nächster. Und das ist im Grunde so ein. Im Grunde müssen wir ein Zeitmanagement-Spiel hier machen. Aber gleichzeitig auch ein Geldmanagement-Spiel, denn wenn wir zu wenig Geld haben, dann könnte es auch einfach sein, dass wir gefangen werden. Ja. So, nächster bitte. Wir haben jetzt inzwischen 12. 3 Viertel der Zeit sind vorbei. Und dann geben wir das auch nochmal ab. Ich klicke da immer relativ schnell oben drauf, damit gleich die nächste Person kommt. Manchmal schaffe ich es dann nicht rechtzeitig. So.
ist da. Ihr seht, die Uhr, die blinkt schon, das heißt, langsam wird die Zeit knapp. Langsam ist die Zeit vorbei. Dann rufen wir direkt die nächste Person auf. Ja, ich glaube, wir sollten zwei auf jeden Fall schaffen. So, direkt abweisen. Und dann nächster. Und ja, das wird wahrscheinlich die letzte Person sein. Ja, okay, die Zeit ist vorbei. Kommen Sie morgen um 6 Uhr wieder. Steht da. Ende von Tag 1 und alle scheinen okay zu sein. Das ist dann im Grunde die Familie, Frau, Sohn, Schwiegermutter und Onkel. Keine von denen arbeiten. Das heißt, ich wäre hier in dem Fall der Einzige, der arbeitet. Verwalten Sie Ihre Ausgaben mit Hilfe der Kontrollkästchen unten. Ersparnisse, Gehalt, Miete, Heizung und Nahrung. Also eine ganze Menge ist dort, was wir uns anschauen müssen. Ersparnisse haben wir 30, ist gar nicht mehr so viel. Gehalt haben wir tatsächlich 85 gemacht, weil wir eben 17 Leute abgefertigt haben. Also das ist auf jeden Fall ganz gut. Man könnte das auf, keine Ahnung, 20 hochprügeln, wenn man sich wirklich Mühe gibt, aber es wird hier kein Speedrun, ja, also keine Sorge. Das passt schon so, wie es ist. Miete 20, das können wir halt nicht verändern. Heizung und Nahrung können wir einfach ausschalten und tatsächlich probieren wir das einfach mal. Ja, wir haben weder Heizung noch Nahrung. Es kann sein, dass sie dadurch krank werden und naja, nach einem Tag werden sie schon nicht sterben. Ja, also das passiert auf jeden Fall nicht. So, hier unten haben wir auch noch ein paar Sachen. Klasse 8, quasi die Wohnung, die wir haben. Dann haben wir hier irgendwelche Symbole. Es sind da Münzen, die wir bekommen, wenn wir irgendwelche Achievements freischalten. 2 Verbesserungen der Kabine haben wir und 4 von den Astroskanischen Pässen. Eigentlich müssten es 5 sein, weil wir haben ja hier die 4 Familienmitglieder und wir selber. Aber dann sind es halt eben nur 4. So, gehen wir schlafen und lesen uns wieder die Wahrheit von Astotzka durch. 24. November 82. Analysten in Feierlaune, mehr Handel und Kooperation erwartet. Grenzübergang Gräschen ein Erfolg. Das klingt gut. Wunderbar. So, dann können wir das auch mal so machen. Inspektor, mit dem heutigen Datum ist auch Ausländer mit gültigem Pass die Einreise zu gestatten. Ihre Kabine ist jetzt mit Geräten zur Prüfung ausgestattet. Alle Passdaten sind sorgfältig auf Diskrepanzen zu prüfen. Einreisewillige mit inkonsistenten Daten sind abzuweisen. Bitte wenden. Prüfmodus. Den Prüfmodus könnten Sie mit Hilfe des roten Knopfes auf Ihrem Schreibtisch aktivieren. Das hier, ja. Markieren Sie bei der Prüfung 2 diskrepante Angaben, um weitere Maßnahmen ergreifen zu können. Vorschriften und Richtlinien. Dieser Posten unterliegt den Vorschriften und Richtlinien des Ministeriums für Grenzschutz. Die Vorschriften sind eingehend zu studieren. Das machen wir auch gleich. Markieren Sie 2 Diskrepanzen im Prüfmodus, um ein Verhör durchzuführen. Berühren und ziehen, um aktuelle Auswahl zu verfeinern. Dann haben wir halt eben genau dasselbe wie zuvor und im Grunde nochmal die Zeitung, falls wir die noch nicht vorher gelesen haben. Und dann haben wir jetzt hier unsere Grundvorschriften. Person muss einen Pass haben, alle Dokumente müssen aktuell sein. Und dann eben hier nochmal die Karte, das hatten wir eben schon. Und jetzt müssen wir halt Sachen überprüfen, wie zum Beispiel, wenn die Person keinen Pass hat, dann klicken wir da drauf und dann hier drauf. Und in dem Fall steht da keine Übereinstimmung, weil da ja noch gar keine Person steht. Ansonsten würde dort das sagen, hier ist eine Diskrepanz und dann können wir ein Verhör machen oder so. Also, dann sagen wir, los geht's. Nächster bitte. Wir müssen jetzt hier auf einiges achten. Ihr seht, das ist aus Antegrien. Wir klicken mal auf Antegrien und da haben wir hier die ausstellende Gemeinden. Und in dem Fall haben wir hier Glorian und das passt auf jeden Fall. Ablaufdatum ist es quasi das Einzige, was wir jetzt überprüfen müssen und das passt auf jeden Fall. Ja, das läuft 83 ab. Wir haben hier 82, also das ist überhaupt gar kein Problem. Die nächste Person bitte. So, wieder aus Antegrien und wieder aus Glorian. Genial. Ist aber leider schon abgelaufen. Ihr seht das hier. Das Datum und das passt leider nicht, also wir müssen die ablehnen. So, nächste Person bitte.
Später muss man auch noch so einen Grund dazu stempeln, aber keine Sorge, es kommt noch nicht. So, wir haben sie jetzt, das Bild passt auf jeden Fall. Wir haben Import, Haihahn passt, ist auch noch nicht abgelaufen, also können wir sie reinlassen. Und wir müssen die Stempel auf keinesfalls komplett korrekt. Was? Foto passt nicht? Ich habe das Foto überprüft, das hat gepasst. Beeilung, mein Bus fährt gleich. Ja, okay, keine Sorge, den Bus werden sie schon verpassen. Orvetsch passt, Datum passt. Bild passt auch, irgendwie hat das Bild eben nicht gepasst, scheinbar, keine Ahnung. Manchmal drückt euch das Spiel solche Fehler rein, dann hat man halt eben Pech gehabt. Vereinigte Föderation, okay, das Bild passt auf jeden Fall. Chorister Stadt, und 83 läuft das ab, dann ist das in Ordnung. Und machen Sie mir ja keinen Ärger. Ich wechsle immer wieder zurück zu den Karten. Weil an sich, alle müssten ja hier diesen Pass haben. Hallo, mein hübscher Langeweile, wenn du ein wenig amüsieren willst, komm bei uns vorbei. Nö, danke. So, Astotzka, Ostgrestin passt, Datum passt, Bild passt, dann kann sie gehen. Ja, ich, keine Sorge, ich werde dich nicht besuchen. Natürlich solche Anzeichen gibt es hier des Öfteren. So, Bild passt, ist auch Astotzka, also paradiesnah, und da ist einer am Grenzübergang, ja, und der übertritt den gerade und läuft da durch die Gegend. Wie gesagt, der erste Tag war langweilig, ja, jetzt wird es deutlich spannender mit diesem ersten Anschlag. Der Arbeitstag fand durch einen Anschlag ein vorzeitiges Ende. Ihr Sohn ist krank und braucht Medikamente. Eben genau deshalb, weil ich alles eingespart habe, aber das werden wir jetzt hier nicht machen. Medikamente, Sohn, packen wir da auf jeden Fall mit rein. Wir haben ein bisschen von den Ersparnissen verloren. Ja, wir hatten 95, jetzt haben wir nur noch 65. Also ein bisschen doof, aber was kann man machen? Ihr Spielstand wird zu Beginn jedes Tages gespeichert. Machen wir das einfach so, wir müssen halt einfach ein bisschen die Pleite hinnehmen. Wir haben nur 5 Personen geschafft, beim letzten Tag hatten wir eben 17. So, dann sagen wir schlafen und dann würde ich sagen, das war es auch für die Folge. Ja, also wir haben jetzt hier schon 18 Minuten, das würde ich sagen ist genug für unseren ersten Spieltest. Ich mache danach natürlich direkt den zweiten Teil und danach kommt irgendwann die Abstimmung. Also, ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!